So, und damit wieder ein herzliches Willkommen. Wir schauen gleich mal in unserem Menü Quest Check, was haben wir noch zum Tun? Schlangennest, sprich Merodotos. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist das ja. Und man sich dann als nächstes, ja, ist ja klar. Wieder da ganz hoch. Moin. Warte, da gibt's. Wieso muss ich genau. Wieso muss ich genau da sein? Wieso? Jedenfalls machen wir dann noch die Missionen da fertig. Und dann wird wahrscheinlich eh wieder verlangt. Du, die geht er vielleicht dort und dorthin und dann zum nächsten Bereich. Also ich meine das halt so, ich sehe so bereichsmäßig da, da, dass man sich da ein bisschen auskennt. Falls es dann zu der Mission da kommen sollte, dann werde ich definitiv. Vorwärts. Dann werde ich definitiv die ganzen Nebenmissionen machen. Also, man kennt. Also, falls man die Folgen natürlich gesehen hat. Eigentlich im Prinzip so wie immer. Hat sich nichts geändert. Wir machen immer schön brav mal das ganze Gebiet. Dann machen wir das komplett fertig. Man kann ja nie wissen. Vielleicht kommt ja jemand Neues dazu. Man kann ja nie wissen. Jedenfalls, Affe mit uns. Wenigstens schaut man wenigstens mal gut aus. Also wenigstens immerhin. Immerhin. Jetzt schaut's wenigstens wie ein gescheiter Kachbau aus. Da kann man da wenigstens. Da bist du ein Ziege, da benimm dich auch so. Der Verkäufer hat gesagt, das ist wie ein Ziege. Naja, Verkäufer Havara eher gesagt. Das schafft man schon. Ziege, ja, passt. Wir kommen schon überall. Machen wir keinen Hupfer da. Das ist ein Wahnsinn, war da. Ich soll gleich Geld zurückverlangen. Das ist doch. Das ist definitiv kein Ziege. Das Heiligtum. Oh, machen wir da nur den Ahnung an der Meier. Dankeschön. Dass die checken, dass wir da so durchreiten. Nein, sie bleiben erst recht. Also, das ist die geheime Kammer. Erst recht. Der Kult ist. Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier, die ganze Zeit. Ich gehe rein. Passt du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Uff, yes! Was? Schick, schick, schick! Beängstigend. Können wir das behalten? Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich überstürzt? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, weg geht's. Überstürzt. Da ficken wir sie gleich alle, oder? Wir haben so viel Glück schon sehen, jetzt. Ich hab ein Kostüm ausgedacht. So viele können sie nicht sein, da bringen wir gleich alle um. Moin. Servus. Oh, schon mal. Aber die, weißt du, so die heftigen Leibwachen da schon. Oh, da ist eine Schlange. Du bist spät. Sehr spät. Zum Glück ist Demos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Eine neue Rekrutin? Herzlich willkommen. Danke, die sind. Also, ist schon mal nett. Ziemlich viele Leute hier. Ah, das schaffen wir schon. Teilen unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Interessant. Du hast jemanden erwähnt. Demos. Wer ist das? Seinen Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Er ist unser Anführer. Ich bin sicher, dass er das glaubt. Aber nein, er ist unsere Waffe. Er ist schwierig, aber er leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide ihn kein bisschen um seine Stellung.
unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Oh, shit, das hört sich schon mal gut an. Gut zu wissen. So, sammeln wir mal Informationen. Ja, das sind relativ ein paar, aber zerficken wir sie. Oder? Wir hätten Heroic-Waffen mitnehmen können. Okay, ja, vielleicht mit der Faust, aber... Ja, einen könnte man vielleicht zusammenkriegen. Sag mal, einen kriegt man zusammen. Einen kriegt man fix zusammen. Ist hier was? Gut, dann quatschen wir mal da. Was ist das? What? Oh. Bisher geht es nur um Blut. Aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Wieso nicht? Na los, mach schon. Bringe dein Opfer. Natürlich. Wir dürfen ja nicht auffallen. Am besten die Handklammer. Wir müssen uns stark darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, die Schwester. Du weißt schon, seine Sippe. Wir brauchen sie alle. Um sie zu benutzen. Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft er ist. Er könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir seine Mutter gefangen nehmen werden, darf er auch nicht wissen. Was? Alter! Was? Der Anführer und ja, sind die Mami, die schnappen sie einfach mal. Was kann die Mama dafür? Wenn der vielleicht so ein Wichser ist, was weiß ich? Um was mit ihr zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Ah, ja. Die Frage ist nur, wie? Wie? Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Ui, das hat sich nicht gut, oder? Anscheinend sind da definitiv, ja, so wie er redet, könnte man schon sagen, sehr viele involviert. Erzähl mir von Deimos. Er hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Er ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Aber trotzdem ist er der Anführer. Er ist trotzdem der Anführer, obwohl man ihm quasi noch verratet und ihn eigentlich quasi nicht einmal so wirklich als Anführer sieht, aber Hauptsache als Anführer. Wahrscheinlich die Hälfte hat Angst, sagt, ja, ist der Anführer und der andere so, ja, wir machen da mal mit und dann zerficken wir. Das glaube ich mal so. Alter, merkt mir jetzt schon, wie sie das richtig schön aufteilt in diesem Kult. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich brauche weit mehr Informationen, um diese Kultisten zu entlarven. Wenn ich schon eigentlich das so mache, dass man quasi eigentlich alle umbringen wollen, da könnte man eigentlich quasi so machen. Geht schon, jetzt bringen wir ihn um. Er bringt alle um und dann, ja, dann legen wir mal los. Zack, Punkt, tot. Alle miteinander. Das wäre eine Idee. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Wow. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Also definitiv die Mutter, weil einfach definitiv bessere Informationen hat. Weil die Mutter kann ja sowieso dann auch das mit dem Vater lösen vielleicht. Kontakt vielleicht, wer weiß, wer weiß. Wenn dann die Mutter, weil wenn man schon den Vater nicht weiß, nicht mal irgendwie was ein bisschen, was bringt sich das denn überhaupt noch? Die Mutter, sie hat recht. Setze deine Prioritäten richtig.
Ehe du dich versiehst, wird Perikles seine Verteidigung ausbauen und unsere Chance ist vertan. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt... Ich hab dich ganz genau verstanden. Also, du liegst falsch. Wir müssen jetzt den Vater... Man muss schon sagen, die sind da wirklich richtig im Zwiespalt. Die halten nicht einmal annähernd zusammen, wie ich es eigentlich eher vermutet habe. Sonst sind ja wirklich alle drum und dran so mehr... Ja, wir haben unsere Partie, die ihre Partie quasi, aber halten dennoch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zusammen. An den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Oh yes. Also das mit der Schlange ist ja auch ein Wörter, oder? Hui. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da kommt etwa der kleine Spritzer im Haus. Uiuiui. Ja, wo? Ah, ich nehme mal an, da mal fix nicht durchgehen können. Ich werde noch richtig Waffe mitnehmen können, Bitch. Ist das ein Gefangener? Wieso sind das her? Zähl mal hier die, zähl mal hier. Dann lutscht da jemand. Au! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst ja nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Ah, das ist eher eine bessere Frage. Was hat er überhaupt getan, damit ich das überhaupt machen sollte? Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Hm. Ah, ich weiß nicht, das werde ich nicht. Na, Bernhard soll einfach sagen, das werde ich nicht tun. Weil. Ja, wenn das das erste Mal ist, ist es natürlich immer ein bisschen schwerer. Ich will das nicht. Ja, du wirst es wollen müssen, weil ich es befehle. Los! Und? Mach du es und tschüss. Nein, er gehört dir. Du weißt nicht, was verdammt nochmal Spaß macht. Mehr für mich. Oh, jetzt habe ich mir schon gedacht, gehabt, dann weniger. Mehr davon haben. Also wenn der jetzt kapiert, wäre das richtig chillig, oder? Hallo, einer weniger. Ich spüre etwas, diese Pyramide. Sie ah, das steht einfach wieder auf. Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Das ist Arsch. Steht schon wieder auf. Ah, jetzt haben wir den nächsten Stock gehabt auf der Liste. Wir haben da schon mal ein weniger. Voll chillig, aber na. Naja, vielleicht könnten wir ja noch den einen oder anderen abstechen. Schon irgendwie so. Hm? Ja, wie wir da doch irgendwie alle greifen. Hey! Das Teilchen haben wir ja doch, oder? Also, wenn das da zufällig genau das. Ja, ich denk's mir schon. Für den genau nur noch eins. What the fuck? Ah, deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Ich spiele gar nichts. Ich möchte das schon irgendwie berühren. Irgendwie reizt mich das schon irgendwie. Was tut es? Greif, greif. Was machst du? Nein. Er ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still. Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt. Habe ich schon. Ganz Stress. Oh. Ich wusste.
gesagt, er ist immer da gepisst. Elpenor ist tot. Einer von euch ist ein Verräter. Ich wusste nicht. Na, moin. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder wird auf die Probe gestellt. Na dann. Zuerst. Was geht da ab? Was kann das? Zeig! Jetzt habe ich mir schon gedacht gehabt, der geht genau zu uns. Oh, fuck. Du. Ist das schon... es wirkt irgendwie nicht nach Cassandra, aber... Oh doch, das... warte mal. Seid immer voll doch, dass es sie ist. Ist recht, weil es daneben war, neben der Hände, die was so deppert geredet hat. Oh, yes. Du. Wer bist du? Jetzt probieren sie es wenigstens bei jedem. Na moin. What? Ich würde mal sagen, das war der Verräter. Seit wann gab es einen anderen Verräter? Kann es vielleicht sein, dass es noch eine Fraktion gibt? Die was... vielleicht Piraten oder was auch immer, oder Spartaner oder irgendetwas, die was auch davon Bescheid wissen. Sagen wir jetzt nicht Assassinen, aber es könnte vielleicht auch so hinkommen, wer weiß. Weil, naja, richtige Assassine, ja, sagen wir ja eigentlich nicht. Sind ja nur Söldner. Da waren Menschen im Tempel. Habe ihre Gesichter nicht gesehen. Sie... Herodotos, sie kontrollieren die griechische Welt. Alles. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine? Ein Kämpfer. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos. Er ist mein Bruder. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Ey, der ist ja nicht der Sklave oder der Butler oder was auch immer.
Das Gesöhr herumschreit. Mein Speer. Der Kult des Kosmos nennt meinen Bruder Demos. Er konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerungen sehen. Cassandra, der Mann, dem ich diene, wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Interessant, gute Frage. So wie er eigentlich ist, kann es kein Fehltier sein. Perikles ist der König der freien Menschen von Athen. König? Athen hat keinen König. Perikles dient den Menschen und nicht andersherum. Er dient den Menschen? Stimmt, das ist nicht sehr königlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Alles klar, let's go. Es ist zu spät, ich muss meine... Die Mama müssen wir. Athen, sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg. Der Kult will meine Familie auslöschen. Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens. Den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann, aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Oh, yes, zeig her, Baby. Kultisten! Okay, das sieht man schon mal. Die Zeit ist sogar besiegt. Na schau, haben wir sogar schon zwei. Ideal, ideal. Ah, den Geistmenthülen. Die größte Waffe. Oh! Ah, na moin, ich hatte schon enthüllen, what the fuck. Gar nichts. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb. Alter, nicht schlecht. 35. Kann man eigentlich sagen, ich sehe nix. Erst. Das ist aber geil, da wissen wir dann aber auch wenigstens, wenn wir schon in der Nähe sind. Bei Midas. Wenn das Geld die Welt regiert. Na, Midas war das nicht, wo wir waren. Das hat anders geheißen. Megaris, ja, Megaris müssen wir dann einmal kurz vorbeischauen. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. Gut zu wissen. Dass du gleich mal ein bisschen aufgeschlitzt wirst. Was ist ein Leben wert, hinter dem nicht tausend andere stehen? Warte, die kämen ja, die Fotze, Alter. Das gibt's ja nicht, die kämen ja, Alter. Ist das nicht die da, ich auch im Megaris? Das ist ja Kachbar, Alter. Was ist denn mit der Schlampe los? Sklaven hören besser, wenn man ihnen die eigenen Regeln in ihre Hinterköpfe ritzt. Einmal gedacht gehabt, wir sind leibend miteinander, Alter. Dann machen wir eine Mission für der und dann
Stellt sie heraus, die ist davon coolt. Geschossen. Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Okay, erinnert mich so an den einen oder anderen, muss man auch dazu erwähnen. Gespannt. Der Kampf ist erst vorüber, wenn außer mir niemand mehr steht. Oh, das ist sowieso irgendein Juxel, das ich bin. Chaos ist unsere größte Stärke. Ich nehme mal an, das wird eher so mehr so die Sparte sein. Kolosseum? Sag mal sowas. Ja, sag mal Kolosseum. Also wie schaut's denn aus mit der Quest? Geht's denn schon direkt weiter? Man jetzt nicht genau das kann man nicht genau sagen. Also mach mal lieber Nebenmission. Mach mal lieber Nebenmission, da mal 1, 2, 3, so weit ich, da war ja noch ein Was war das? Dort. Nein, ich bin mein, das war dort. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, müssen wir aufpassen, nicht, dass wir das Ding übersehen halt. Ja, der hat aber schon gesagt, dass wir da klettern. Definitiv. Ui! Was ist denn jetzt? Zeig ihr!